Soll Wahlversprechen einklagbar sein? Soll Wahlversprechen einklagbar sein? Da muss ich sagen, ja natürlich. Denn es gibt Wahlkonzepte, da steht dann drin, wir machen dies und jenes. Und der Bürger liest sich die durch, holt mehrere Parteien. So, und der am besten lügt, der wird dann gewählt, so ungefähr. Und dann hat sich das. Und das kann nicht sein. Deshalb bin ich in der Meinung, klar, einklagen, wie das aussehen soll, keine Ahnung, irgendwie gesetzlich so regeln, wenn die Partei korrupt fahrlässig verstößt gegen ihr Wahlkonzept, was sie da haben, bin ich der Meinung, soll diese Partei in dem Augenblick ausgelöst werden aus dem Parlament wie bis zur nächsten Wahlperiode, weil das ist ein Betrug am Bürger. Mein kleines Beispiel, wenn jetzt der Obsthändler die Schale mitwiegt, wo das Obst drin ist, dann begeht der Betrug. Das sind nur Centweise, aber er begeht Betrug. Wenn mich jetzt ein Politiker anschwindelt und sagt, er ist gegen und gegen dies und gegen das, hat dann 4 Jahre lang einen Arbeitsvertrag, wo er eigentlich genau das machen muss, was er da großkotzig ankündigt, bin ich der Meinung, ist es Betrug am Bürger, das ist genauso schlimm wie der Obstmann, der seine Schüssel da mitwiegt. So, das war meine Meinung zu dem Thema. Tschüss.